Auf der Kinderstation bringt sich ein Krankenpflegeschüler selber in große Gefahr. Wo schreibst du jetzt hin? Du schreibst direkt daneben, ne? Das ist immer eine Doku-Reihe. Alles in Ordnung mit dir? Ja, wirklich. Das ist wirklich einfach nur bei mir die ganze Zeit, ey, der ganze Stress mit der Prüfung und so. Du bist auch ziemlich blass im Gesicht. Ja, nein, alles gut, wirklich alles gut. Alles gut. Okay. Als wir die Dokumentation gemacht haben, da rieb er sich zwischendurch immer so an der Schläfe und er wirkte wirklich ein bisschen abwesend. Und er schob das irgendwie auf den ganzen Lernstress. Okay, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil manchmal gerade kurz vor Prüfungsphasen, da steht man wirklich unter Druck. Man muss arbeiten, man muss lernen und dann noch fit genug sein, um irgendwie noch klar denken zu können. Also da kriegt man auch schon mal Kopfschmerzen, ne? Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Okay. Hi. Ach, hi, alles klar. Hi, hallo. Ich bin Lisa. Hallo, ich bin der Tobi. Ich habe schon vorher ausgehabt an der Uni. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein bisschen früher was essen gehen. Nee, also eigentlich gar nicht gerne, weil ich habe echt in einer halben Stunde erst Mittagspause. Weißt du was? Geh lieber jetzt essen, weil du bist mir ein bisschen zu wackelig auf die Beine. Du brauchst ein bisschen Energie. Ja gut, aber sag einfach Bescheid, wenn was ist, so, dann ich bin in der Cafeteria, dann komme ich wieder sofort. Weißt du? Mach das. Ich weiß, wo ich dich finde, ne? Hauptsache, du bist gleich wieder fit. Auf jeden Fall. Bis gleich. Bis gleich. Alles gut, wirklich. Ist alles in Ordnung? Ja. Warte mal, komm. Komm erst mal mit ins Behandlungszimmer. Nee, das ist mir einfach ein bisschen zu wackelig, ne? Was ist los? Pfleger Tobias möchte, dass die Stationsärztin einen Blick auf seinen Schützling wirft. Doch das versucht der 17-jährige Jan aus noch unerfindlichen Gründen zu verhindern. Ist alles in Ordnung? Ja, nein, doch, ist wirklich alles in Ordnung. Wir verschwenden aber wirklich nur die Zeit hier. Wir machen dich gleich auch noch mal eben ans EKG, ne? Ach nein, komm, wir wollen es doch nicht übertreiben. Ja, bleib mal bitte liegen. Ja. Wir müssen schon einmal wirklich gucken. Du musst das doch am besten wissen als Pfleger, dass es wichtig ist, dass du untersucht wirst, oder? Ja, aber es ist doch alles in Ordnung. Es ist einfach nur die letzten Tage mal ein bisschen anstrengend. Warst du krank, Jan? Hast du Fieber oder irgendwas? Nein, es ist alles in Ordnung. Medizinisches Personal sind die schlimmsten Patienten. Wir kennen das alle. Sobald ein Pfleger oder eine Ärztin da als Patientin da ist, wissen wir ganz genau, oh, die Probleme sind vorprogrammiert. Weil die gestehen sich selbst nichts ein. Der Jan hat es in diesem Fall genauso gemacht. Er hat alles runtergespielt, wollte sich nicht untersuchen lassen. Aber da müssen wir uns alle in solchen Situationen mal an die Nase fassen und auch mal die Kollegen arbeiten lassen. Aber ein EKG hätte ich schon gern. Das alles klar, ich schließe ihn jetzt erstmal an. Nein, EKG, das ist nett. Ey, jetzt stell dich mal nicht so an. Du musst dir niemandem was beweisen. Ja, doch, genau das. Jan, bleibst du bitte hier? Was soll das? Ich kümmere mich mal um ihn. Ich gehe mal hinterher. Ja, wenn er. Ey, Jan, jetzt stell dich mal nicht so an. Jan! Komm mal schnell, er krampft. Ich hole Zugang. Nein, oh mein Gott, was ist bitte? Jan! Was ist los? Was ist los? Kann Ihnen irgendjemand helfen? Irgendwas? Kann Sie irgendwas machen? Kampflösende Mittel? Kampflösende Mittel? Zieh was auf. Ja, danke. Bitte, Jan. Machen Sie doch bitte irgendwas. Der Zustand des angehenden Krankenpflegers ist kritisch. Noch dazu wird das Klinikteam schon bald erfahren, dass ihnen der 17-Jährige etwas Gravierendes verschwiegen hat. Aus Angst vor möglichen Konsequenzen. Weißt du, wo du bist? Ich habe keinen. Ich bin bei der Arbeit. Okay. Schaffst du das, dass wir einmal zusammen aufstehen und du einmal auf die Liege gehst? Geht das? Wir brauchen einmal ein bisschen Hilfe. Ganz langsam. Okay. Von einer Kopfverletzung bis hin zu einem Hirnschlag. Bei einem Krampfanfall kommen viele Ursachen in Frage. An die Prüfungsstresstheorie glauben Kinderärztin Tabia Rode und Pfleger Tobias aber längst nicht mehr. Ist bei ihm irgendwie eine Epilepsie oder irgendwas bekannt? Irgendwelche Allergien, irgendwelche Vorerkrankungen? Gar nichts. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Nicht, dass ich wüsste, das Einzige, was aufgefallen ist, dass er die letzten Tage so gut wie gar nichts gegessen hat und sich in sein Zimmer verzogen hat. Okay, also das war auf jeden Fall ein Krampfanfall. Ne, das haben Sie ja gesehen, er hat hier gezuckt. Das hat jetzt von alleine aufgehört. Wir mussten jetzt keine Medikamente geben. Das kann schon mal sein, dass es von alleine aufhört. Aber das muss irgendeine Ursache haben. Und wenn Sie sagen, dass keine Epilepsie und ansonsten auch keine Vorerkrankungen bekannt sind, dann müssen wir auf jeden Fall da auf Ursachenforschung gehen, wenn jetzt der Blutzucker gut ist. Wir haben Jan ja dann ins Behandlungszimmer gebracht und nachdem der Blutzucker vollkommen in Ordnung war, was so eine relativ häufige Ursache gewesen wäre, war für mich klar, dass wir dann jetzt erstmal ein CCT machen müssen. Denn die Pupillenreaktion, die ich mir ja schon angeschaut hatte und im Behandlungsraum nochmal angeschaut hatte,
die waren nicht ganz in Ordnung. Und das lässt dann immer darauf schließen, dass da irgendein intrazerebraler Prozess ist. Was genau das ist, das kann man dann eben nur in der Bildgebung sehen. Also wenn wir keine andere Begründung dafür haben, der Blutzucker in Ordnung ist, das ist immer noch mal eine, ich sage mal in Anführungszeichen, einfache Begründung für sowas, dann kann halt immer was sein, dass, kann es immer sein, dass irgendwas im Gehirn nicht in Ordnung ist. Hat der einen Tumor oder was soll das jetzt heißen? Das kann ich Ihnen jetzt im Augenblick nicht sagen. Und? Wir können direkt rüber. Okay, super. Ich kann Ihnen das im Augenblick nicht sagen, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ne? Das wäre auch eine Blutung eine Möglichkeit. Und wir müssen das jetzt einmal ausschließen, beziehungsweise ja, also beweisen, dass das nicht ist. Ja? Na, wenn wir die Bildgebung gemacht haben, dann kann ich Ihnen dazu mehr sagen. Wir müssen uns jetzt nur ein bisschen beeilen, weil je nachdem, was es ist, müssen wir auch schnell handeln. Okay? Jede Minute zählt. Während der Auszubildende zum Röntgen gebracht wird, sucht Tabia Rode das Gespräch mit der älteren Schwester des 17-Jährigen. Die Kinderärztin hat nämlich einen heiklen Verdacht, dem sie nachgehen muss. Eine Ursache wäre halt eben auch noch die Einnahme von Medikamenten oder Drogen. Nein. Halten Sie das für möglich? Auf gar keinen Fall, weil unsere Eltern sind beide Ärzte und die haben uns ziemlich gut darüber aufgeklärt. Von daher wird das auf gar keinen Fall in Frage kommen. Okay. Also wir haben auch nur Positives von ihm bis jetzt gehört. Ne? Die Internisten waren total zufrieden. Mhm. Er kam manchmal ein bisschen unpünktlich, das aber ansonsten... Das ist aber eigentlich auch schon ziemlich ungewöhnlich für ihn. Der ist eigentlich immer total zuverlässig und ist auch immer pünktlich. Es war jetzt natürlich ein bisschen Zufall, dass die Schwester dabei war, als das alles passiert ist und uns ja auch mit entsprechenden Infos versorgen konnte. Sonst hätte ich natürlich jetzt nicht so schnell gewusst, dass er eigentlich gar keine Epilepsie hat, dass er eigentlich auch keine Vorerkrankungen hat und wäre vielleicht erstmal in diese Richtung gegangen. Die Schwester konnte mir auch sehr glaubhaft vermitteln, dass er sicherlich keine Medikamente oder Drogen nimmt. Natürlich kann man sich da nie zu 100% sicher sein, aber in dem Moment war das für mich erstmal in den Hintergrund gerückt und ich konnte mich eben auf die anderen Dinge konzentrieren und so auch schneller zur Diagnose kommen. Was genau den Krampfanfall ausgelöst hat, damit rechnet zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Doch die Ergebnisse aus der Radiologie sind ebenso eindeutig wie besorgniserregend. Jan hat eine Hirnblutung und muss umgehend notoperiert werden. Ich werde dich gleich operieren müssen, weil die Schnittbilder im CT gezeigt haben, dass ein Bluterguss bei dir im Kopf ist, zwischen Schädelknochen und Gehirn. Und wir müssen davon ausgehen, dass der größer wird und du deswegen jetzt auf einmal diese Beschwerden hattest. Mhm. Ja, das ist für mich natürlich jetzt wichtig. Was für einen Unfall hattest du denn? Dass du ja, gar keinen Unfall. Nichts ist passiert. Es ist alles gut. Ich kann mich auch nichts erinnern oder so. Okay. Keine Ahnung. Ja. Gut, das ist ungewöhnlich, aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass wir diesen Bluterguss da rausholen. Wenn wir dann eine Blutungsquelle finden, das Gefäß klippen, verschließen. Ansonsten könnte das zu Ausfällen führen, bis hin nachher lebensbedrohlich und zum Tod, wenn man das jetzt nicht macht und dieser Bluterguss immer größer wird. Das Verhalten des jungen Mannes kam mir doch etwas merkwürdig vor. Und ich konnte auch nicht verstehen, warum er mir nicht gesagt hat, dass er einen Unfall hatte. Denn eine andere Ursache für so einen Bluterguss bei einem jungen, gesunden Mann wäre extrem unwahrscheinlich. Wäre schon gut, wenn wir erfahren würden, was passiert ist. Alles gut. Ganz ehrlich. Kann ich sagen, dann verliere ich auch meinen Ausbildungsplatz. Und nein. So schnell verliert man seinen Ausbildungsplatz aber nicht. Naja, alles gut. Wir ziehen das jetzt durch und dann machen wir das jetzt. Genau, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir dir helfen und dich wieder aus der Gefahr bekommen. Die Frage nach dem Warum lässt die Ärzte aber auch einen Tag später nicht los. Schließlich müsste Patient Jan als angehender Krankenpfleger eigentlich am besten wissen, wie gefährlich es ist, wichtige Informationen zurückzuhalten. Also wir hatten ja vor der OP in den Schichtaufnahmen dieses subdurale Hämatom gefunden, was dringend operiert werden musste. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wirklich Lähmungen, Ausfallerscheinungen, eventuell sogar Atemstillstand und Tod die möglichen Folgen gewesen. Aber das ließ sich Gott sei Dank ohne Komplikationen ausräumen, dieser Bluterguss. Eine kleine Vene haben wir geklippt, die geblutet hatte. Und das sollte jetzt eigentlich ohne Probleme abheilen. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, du hast ja vorher gesagt, du hast keinen Unfall gehabt. Aber bei einem jungen, gesunden Mann, der so alt ist wie du, ist eigentlich Unfall die einzige Ursache. Alles andere ist extrem unwahrscheinlich. Dir muss auch klar sein, du willst ja
auch eine medizinische Ausbildung machen, dass es gefährlich ist, Sachen zu verschweigen und dass man bei solchen Sachen über so Dinge reden muss. Ne? Das hätte wirklich gefährlich werden können. So peinlich. Kannst du jetzt bitte aufhören? Sei doch mal ehrlich, was ist passiert? Ich bin da bei einer Koloskopie dabei gewesen. So, und kann mir das halt angucken und der ganze, das war so ekelhaft. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie sowas gesehen. Alles, ich konnte es mir nicht mehr anschauen. Dann bin ich rausgegangen zur Toilette und musste halt brechen. So, aber bevor das irgendwie geschehen ist, bin ich halt einfach weggekippt und voll mit dem Kopf auf die Toilette. Und dann habe ich kurz, ey, war mir schwummrig und ich habe ihr da einfach ein paar Tabletten reingehauen und dann ging das eigentlich auch ganz gut so, aber ich kann ja keinem erzählen, was wirklich passiert ist. Ich kann ja nicht sagen, dass ich das eklig finde. So, dann verliere ich hier meinen Ausbildungsplatz. Ich möchte Krankenpfleger werden. Ne? Es ist nachvollziehbar, dass er Schwierigkeiten hatte, bei einer Koloskopie zuzusehen. Gerade wenn man sowas zum ersten Mal sieht, ist es nicht einfach. Da kann einem schlecht werden. Es gibt Pfleger, die können nach 30 Jahren keine offenen Wunden sehen. Ne? Sind dann eben in anderen Bereichen. Wenn wir das nicht rechtzeitig festgestellt hätten, hättest du sterben können. Ja. Sowas hat ernste Konsequenzen und das musst du doch wissen. Ich glaube, jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, kennt diese Situation. Dass es halt Dinge gibt, mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Und ich kann inzwischen aus eigener Erfahrung sagen, dass man sich an Dinge gewöhnt. Und es ist ja schön, wenn Leute, die diesen Beruf ausüben, auch menschlich sind. Und das spricht ja eigentlich für ihn und nicht gegen ihn. Und deswegen, denke ich, ist seine Sorge komplett unbegründet, dass er dadurch seinen Ausbildungsplatz verliert. Das ist doch nicht schlimm. Du bist weder Mama oder Papa. Also, du musst nicht Mama damit und Papa, klarkommen. So, wenn, wir müssen denen irgendwas anderes erzählen. So eine krasse Geschichte irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das ja, so. Also, ich finde, die ist schon krass genug. Nee, ja. Das muss ja nicht rüberkommen. So flippig und so, weißt du. 10 Tage nach der OP konnte der Krankenpflegeschüler nach Hause entlassen werden. Dank einer anschließenden Reha ist Jan wieder ganz der Alte und hat inzwischen auch seine Ausbildung wieder aufgenommen.